Herzlich willkommen zum XM User Day 2023. Mein Name ist Rainer Moosburger und ich bin Projektleiter der Abteilung Testautomation und möchte Ihnen jetzt zum Auftrag der Vortragsreihe einen Überblick geben, was sich mit XM 5.2 im XM Tooling geändert hat. Und mit diesem Minor Release verbunden sind natürlich auch diverse Updates an den XM Add-ons. Beginnen wir mit 5.2. Im Kerntool möchte ich ein sehr großes Schwerpunktthema hervorheben. Hier hat sich insbesondere das Diff- und Merge-Konzept, also die Möglichkeit, Inhalte zu vergleichen miteinander und mit Merge diese Inhalte und diese Unterschiede auch wieder zusammenzuführen, verändert. Und ein weiteres wichtiges Thema war das Update auf Java 17. Beginnen wir kurz mit Diff und Merge, die neuen Features, die sich in diesem Konzept eingereiht haben. Diff und Merge wurde bereits mit XM 5.1 eingeführt und beide Funktionen standen bereits für Python-Bodies zur Verfügung und wurden nun auch für Sequenzdiagramme erweitert. Das heißt, auch hier habe ich eine Merge-Funktionalität. Und zusätzlich wurde Diff und Merge, also beide Features, gleich für Variable Mappings eingeführt und auch für System Configurations. Sehr wichtig bei Variable Mappings, da erinnern sich oft im Alltag Informationen an Simulationspfaden, an den Simulationsvariablen selbst. Und ich kann hiermit mit dem Compare-Editor sehr schnell diese Änderungen gegenüberstellen und auch diese Veränderungen und inhaltlichen Unterschiede wieder zusammenführen. Auch bei den System Configurations, das heißt die Möglichkeit, abstrakte Interfaces bestimmten Implementierungsklassen zuzuweisen, kann ich auch hier Unterschiede von verschiedenen Versionen gegenüberstellen, auch unterschiedliche System Configurations in einem geladenen Modell visualisieren und auch komplexe Vererbungskonstrukte kann ich damit darstellen. Genau. Nächstes Feature, Vergleich beliebiger Stände in der History View. Das war ein Anliegen von Anwendern, die mit 5.1 bereits mit Diff und Merge gearbeitet haben, dass ich nicht nur aus der History View eine gewählte ältere Version mit der aktuell geladenen Version vergleichen kann, sondern dass ich auch beliebige Stände aus dieser History View auswählen kann. Dann gab es mit 5.1 bereits einen Strukturvergleich einer Model Domain, das heißt, dass im Grunde rekursiv alle Inhalte einer Model Domain verglichen wurden mit einem bestimmten Baseline-Stand, mit einer vorangegangenen Version. Und um diesen ganzen Overhead an Informationen etwas zu reduzieren, lässt sich dieser Strukturvergleich nun auch auf Package-Ebene durchführen. In bestimmten Konstellationen macht es durchaus Sinn, dass der Strukturvergleich auch zusätzliche Funktionen bietet. Und so kann ich mit XM 5.2 nun auch die Version-Control-Features nutzen und zum Beispiel publishen oder Änderungen zurückrollen und das Ganze auf die Art und Weise, wie ich es aus dem Model-Browser gewohnt bin, auch in dem Structure-Vergleich anbinden. Der Compare-Editor wurde auch an diversen Stellen noch verbessert. Zum Beispiel lässt sich beim Vergleich einer Operation mit älteren Ständen nun ein Ausschluss von eigenen Operationsargumenten durchführen, sodass ich mich wirklich nur auf die reine Programmlogik konzentrieren kann und Operation-Arguments nun ausgeschlossen werden. Auch kann der Compare-Editor nun wesentlich detailliertere Versionsinformationen anzeigen, sodass eigentlich dem Anwender immer klar ist, welche Version wird mit was verglichen. Schauen wir zu den weiteren Features noch von XM 5.2. Im Bereich der Administration kann ich vereinfacht mit User-Gruppen und User-Circles arbeiten. Das heißt, die Toolbox zeigt mir gezielt und deutlich besser die Informationen, welche Benutzer bereits einer Gruppe, einem Circle hinzugefügt sind und welche explizit ausgeschlossen sind. Bei den Parametervarianten hat sich was getan, dass die statischen Testfallattribute, wie man sie am Testcase kennt, wie den Testcase-State oder die Sync-ID, nun auch für die Parametervarianten vorhanden sind, die den Parameter-Tables angehörig sind. Und bei den Quick-Searches kann ich die Anzahl der Ergebnisse einschränken. Das heißt, diese Schnellsuchfunktion über den Model-Browser lässt sich nun eingrenzen bzw. auch die Trefferanzahl reduzieren bzw. erhöhen. Da mit der größeren Verbreitung von XM Evolution, abgekürzt EXE, als neues Report Target, also quasi die Ablage in dem neuen Report Service der XM Testergebnisse, lässt sich über den Model Browser nun per Auswahl eines Test Cases oder Admin Cases gezielt eine Report Ergebnissuche anstoßen. Das heißt, die Websuche wird angetriggert über den Model Browser. Ich werde das Ganze nachher auch nochmal im Tool demonstrieren. Und mit XM 5.2 war auch eine wichtige IT-Sicherheitsanforderung, dass ein Update von Java 17 stattfindet. Und in diesem Zuge kam es auch zu der Umstellung des Application Servers, vormals von WebSphere, nun auf WebSphere Liberty, beziehungsweise dann für die freie Distribution auf Open Liberty.
Genau. Und neben diesen Features und Erweiterungen im DiffMerge gab es natürlich weitere Verbesserungen aus Testphasen, Bugfixes und dergleichen, die auch in das Minor Release gewandert sind. Was die Verfügbarkeit angeht, XM5.2 wird im Konzern Ende November ausgerollt und mit etwas Verzug wird es in Q1 2024 dann eine für die XM-Distributionsversion angepasste Variante geben. Bevor wir nun zu den XM-Add-ons wechseln, kommt die versprochene Demonstration im XM-Client. Ich habe hier einen Client vorbereitet. Man sieht ein bisschen am Look and Feel hier, dass sich an der Eclipse IDE etwas geändert hat. Auch die Views sind hier ein bisschen eckiger. Das ist dem XM bzw. dem Upgrade auf Java 17 geschuldet. Ich habe hier für den heutigen User Day ein paar Elemente vorbereitet, um diese Funktion anhand von Beispielen zu zeigen. Beginnen wir mit dem DiffMerge. Wie sieht das Mergen von Sequenzdiagrammen aus? Ich habe hier zum Beispiel zwei Testfälle vorbereitet, die ich miteinander vergleichen möchte und kann auf die Art und Weise den Compare-Editor laden, habe hier rechts oben meine Toolbar-Buttons zur Verfügung, mit denen ich zum Beispiel Copy Right to Left, also wirklich den gesamten rechten Inhalt nach links übertragen kann. Das Gegenstück dazu wäre Copy Left to Right. Ich kann aber auch die einzelnen Unterschiede hier von links nach rechts und von rechts nach links umgekehrt durch übertragen und kopieren und habe hier über die Buttons Next Difference und Previous Difference auch die Möglichkeit, hier durch die einzelnen Unterschiede zu steppen. Das Ganze geht auch sehr bequem über die Shortcuts, über Steuerung Shift Pfeil nach oben, komme ich nach oben und über Steuerung Shift rechts oder links kann ich die Änderung von rechts nach links und von links nach rechts übertragen. Das wäre der Merge bzw. das Mergen von Sequenzdiagrammen, was nun mit 5.2 ermöglicht ist. Kommen wir zum Structure Diff. Wie allen vielleicht bekannt ist aus 5.1, lässt sich der Structure Diff, der Compare Structure, auf Model Domain Ebene anwenden. Das heißt, ich wähle eine Model Domain und übers Kontextmenü kann ich einen Dialog anstarten, in der ich eine Vergleichsversion auswähle, zum Beispiel eine etwas ältere Baseline und vergleiche die aktuell geladene Version dieser Model Domain, in dem Fall ist es der Latest Stand hier, mit meiner gewählten Baseline. Bekomme hier dann im Diff-Browser hier genau beide Versionen angezeigt und kann auch hier über die Toolbar-Buttons gezielt zu diesen Unterschieden steppen und durchnavigieren. Habe auch die Möglichkeit hier, wenn ein Element nicht neu ist, sondern sich verändert hat, dass ich auch den Compare-Editor anstoßen kann. Das heißt, hier hätte ich dann wieder den Compare-Editor für das Sequenzdiagramm und habe auch den ganzen Funktionsumfang, der mir dann zum Beispiel für das Mergen zur Verfügung steht. Und weil es natürlich unterhalb einer Model-Domain sehr umfangreich werden kann, lässt sich dieser Structure-Diff hier auch etwas eingrenzen. Und zwar, indem ich jetzt hier ein Package wähle und den Compare-Structure anstoße auf Package-Ebene, wähle ich mir wieder eine Baseline aus, nehme zum Beispiel 1.0.0 und habe auf die Art und Weise die Möglichkeit, hier den Scope und den Umfang der Objekte stark einzugrenzen. Dann hatte ich auf meinen Folien erwähnt, dass auch die Version Control Features zur Verfügung stehen für den Structure Diff. Da kommt es natürlich darauf an, mit welcher Version ich das anwende. Wenn ich zum Beispiel zwei Baseline-Stände miteinander vergleichen möchte, machen die Version Control Features keinen Sinn, weil die Daten eingefroren und unveränderlich sind. Die Version Control Features liegen dann vor, wenn ich einen Vergleich anstoße zwischen dem Stand Latest und Latest Published, weil das im Grunde eigentlich die Änderungen sind, die ich publishen kann. Das ist der sinnvolle Anwendungsfall, wo ich diese Features nutzen kann. Das heißt, Compare Structure hier. Aktuell ist mein Latest Stand geladen für diese Domain. Das heißt, ich wähle hier Latest Published aus und kann auf die Art und Weise beim Durchnavigieren hier, da sind zwei Testfälle angelegt worden, kann ich diese Testfälle hier publishen. Das Ganze kann ich so weit treiben, dass dieses Feature natürlich auch auf Model-Domain-Ebene möglich ist. Ich sehe hier natürlich auch auf der Model-Domain, was hat sich verändert, das wurde nur angelegt. Aber ich sehe natürlich auch Änderungen, die bereits veröffentlicht sind, zum Beispiel dieses Package. Das heißt, hier könnte ich mir über Compare Structure mit Latest Published das Ganze schnell so eingrenzen, dass ich im Grunde eigentlich gleich einen Vorschau habe, wie es eigentlich der Publish-Dialog macht. Nur in dem Fall in der Tree-Struktur. Also hier sehr praktisch kann ich quasi nur veränderte oder unveröffentlichte Änderungen darstellen. Dann kommen wir zu unseren neuen Modellelementen, die im Diff-Merge-Konzept aufgenommen wurden. Das Variable-Mapping, sprich Diff-Merge für Variable-Mappings, funktioniert für Shortnames, für Simulationsvariablen. Gehe ich zum Beispiel über die History View, über das Kontextmenü von diesem Variable Mapping zu den verschiedenen Versionen
Also ich sehe hier, drei interne Versionen gab es, die wurden auch auf verschiedene Baselines abgebildet. Und wenn ich jetzt einen Vergleich zum Beispiel von Latest Version 3 mit der Version 2 mache, mache ich das hier über die Auswahl in der History View. Das heißt, per gehaltener Steuerungstaste wähle ich zwei Versionen aus und kann mit der rechten Maustaste Compare Content anstoßen. Erhalte hier auch wie bei Python Bodies oder Sequenzdiagramm meinen Compare Editor. Und dieser Compare Editor, der hat den ähnlichen Toolbar-Befehlssatz hier zum Kopieren der Änderung von links nach rechts, zum zeilenweise Kopieren dieser Änderungen in beide Richtungen. Und ich sehe hier schon, dass die Unterschiede hervorgehoben sind. Ich navigiere jetzt mal hier durch. Zum Beispiel hier wurde eine Shortname-Referenz angelegt. Im Vergleich zu dieser Baseline hier in meinem Latest ist die neu hinzugekommen. Beziehungsweise hier unten gab es schon eine Referenz, die hat sich verändert. Das heißt, das lässt sich hier relativ schnell visualisieren. Eine Besonderheit hier, die es bei Sequenzdiagrammen und Python Bodies nicht gibt, bezieht sich hier auf die letzte Spalte, auf die Description-Spalte, die nur Beschreibung ist für die Mapping-Variable. Und ich habe hier einen Schalter, um zu toggeln, ob diese Description-Spalte hier in diesem Vergleich mit einbezogen wird oder nicht. Das heißt, ich kann die ein- und ausschalten und im Grunde wechselt er hier nochmal die Ansicht und bezieht diese Spalte mit ein oder nicht. Das heißt, wenn ich hier wirklich einen Ausschluss machen möchte und sage, die Description ist mir egal, dann mache ich das über diesen Button. Dass das Ganze natürlich auch bei den Simulationsvariablen funktioniert, zeige ich jetzt hier nochmal. Ich wähle nochmal hier zwei verschiedene Versionen aus und habe hier vorbereitet, dass man hier auch die Unterschiede sieht. Das heißt, hier Service-ID zum Beispiel hier für diese Mapping-Variable ist 28, hier war 27 und umgekehrt hat sich die verändert. Also zum Beispiel, genau, wurden die hier zum Beispiel fehlerhaft belegt, aber das kann ich relativ schnell aufdecken. Bei den Systemkonfigurationen ist das Ganze ähnlich. Ich kann zum Beispiel hier zwei Objekte miteinander vergleichen, aber auch die Versionen dann, die aus der History View ersichtlich sind. Ich mache das Ganze jetzt mal hier wirklich konkret mit zwei unterschiedlichen Objekten und lasse die miteinander vergleichen, auch über das Kontextmenü über Compare Content. Und erkenne auch hier, dass die Vererbungskonstrukte, das heißt zum Beispiel die linke System-Configuration, die überschreibt hier bestimmte Zuweisungen von Implementierungsklassen bzw. erbt diese Informationen, dass auch solche Unterschiede, die sich durch Vererbung und Überschreiben ergeben, visualisiert werden, was ganz nett ist. Und dasselbe gilt auch für Sequenzdiagramme bzw. auch für die Variable Mappings und für die System-Configurations, dass wenn ich hier durch die Änderungen durchsteppe, dass sich die Scrollbar hier synchronisiert. Das heißt, ja, ich gehe jetzt hier mal durch diese einzelnen Unterschiede, beziehungsweise kann das Ganze auch hier direkt per Verändern der Scrollbar machen und habe hier stets eine Synchronisation beider Editoren, was das Scrollverhalten angeht. Das ist eigentlich ganz praktisch, damit ich den Überblick behalte und nicht mich selbst darum kümmern muss, dass das Scrollverhalten hier synchronisiert ist zwischen beiden Objekten. Genau, ich kann hier gezielt auch hinspringen und diese Änderung dann, zum Beispiel machen wir das Ganze mal hier für dieses Interface nach rechts kopieren und in die andere Richtung genauso. Das heißt, hier auch wieder gleicher Befehlssatz. Was ich noch erwähnen möchte, sowohl bei Variable Mappings als auch bei System Configurations und ich glaube generell bei dem gesamten Merge-Konzept gilt im Grunde der Grundsatz, dass Deadlinks, das heißt wirklich nicht auflösbare Referenzen, dass die nicht gemerged werden können. Das heißt, ich muss hier dafür sorgen, dass meine Objekte, die ich vergleiche, konsistent sind und frei von Deadlinks sind. Die lassen sich natürlich nicht mergen und das ist eigentlich immer das höchste Ziel, dass ich Inkonsistenzen im Modell loswerden möchte. Deadlinks können zum Beispiel entstehen, wenn Rechte nicht vorhanden sind und ich diese Objekte nicht sehe. Die werden mir dann hier auch angezeigt als sogenannter Deadlink und können namentlich nicht aufgelöst werden, also gelöschte Objekte, oder mir fehlen wirklich die Datenrechte auf diese Objekte. Und die sind nicht sichtbar. Dann muss ich die einfordern, beziehungsweise muss diese Referenzen irgendwie loswerden. Wollte ich nur zusätzlich erwähnt haben. Genau, dass das Ganze über die History View auch funktioniert, denke ich, ist nachvollziehbar. Das heißt, ich habe hier ja auch die Möglichkeit, verschiedene Versionen auszuwählen. Macht jetzt hier keinen Sinn. Dann Full Version Info. Da habe ich zum Beispiel einen Testfall vorbereitet und all diejenigen, die es aus XM5.1 kennen, ich wähle jetzt mal hier Version 3 und 2 aus meiner History View aus, erhalte ich in der Compare-Ansicht, gehe jetzt mal konkret darauf ein, hier oben in meiner Headline die Information,
Die interne Versionsnummer Version 3 wird verglichen mit Version 2, aber zusätzlich hier habe ich dann noch die Information zum Branch, also der Main Branch, und wirklich die konkrete Version, wie man sie auch kennt. Also Latest, und ich erkenne in Klammern hier, das ist die aktuell geladene Version, und auf der rechten Seite hier der Read-Only-Stand meiner Model Domain Baseline. Das heißt, hier wurden hier nochmal diese Detailinformationen komplettiert. Dann gehen wir weg von Diff und Merge, springe kurz in die Admin-Perspektive, wo ich meine Benutzer verwalte. Und hatte ja erwähnt, dass es hier Verbesserungen gab mit der Toolbox. Und zwar, wenn ich hier so eine Benutzergruppe editiere, dann habe ich auf der rechten Seite die Toolbox, in der meine User zur Verfügung stehen, die ich zuweisen kann. Und Novum mit XM5.2 ist hier, dass auf der Toolbox-Seite nur noch die User angezeigt werden, die noch nicht Mitglied in dieser Usergruppe oder User-Circle sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen User rauswerfe aus der Gruppenzuweisung, dann taucht er hier in der Toolbox auf. Wenn ich den zuweise wieder, dann verschwindet er hier. Das heißt, ich behalte hier schnell einen Überblick. Das macht in meinem Beispiel nicht so viel Sinn. Wenn ich sehr viele User habe, dann wird es schnell unübersichtlich und dann habe ich auf die Art und Weise die Möglichkeit, diese Administration besser oder einfacher zu handhaben und zu handeln. Dann Parameter Variant Attributes. Ich gehe mal hier zu diesem Testfall und es gibt hier die sogenannten statischen Testfallattribute, Test Case Details, die jeder Testfall, sei es neuer Testfall oder Legacy Testfall, schon enthält. Aber hier konkret geht es um die neuen Testfälle, die nämlich auch Parameter, Tabellen als Kindobjekt erhalten und damit Testfallvarianten abgebildet werden. Ist hier neu mit XM5.2, dass diese Testcase-Details, die zum Beispiel die Sync-ID, die Version, den Testcase-Date erhalten, dass diese Testcase-Details nun auch vorhanden sind für die Parametervarianten. Ich habe hier drei verschiedene Parametervarianten und wenn ich hier drauf gehe und mir die Properties anzeige über die Details, sehe ich hier Informationen, Detailinformationen zu dieser Parametervariante und meine drei tragen hier zum Beispiel auch Informationen zur Testcase-ID und so weiter, alles, was ich aus diesen Testfall-Attributen vom eigentlichen Testcase kenne. Ich erkenne auch hier an der Farbgebung, dass das Ganze hier grau dargestellt wird. Das heißt, wenn ich hier nichts setze, dann werden alle Werte für die Parametervariante geerbt vom Haupttestfall. Ich kann aber das Ganze auch überschreiben. Zum Beispiel hier habe ich den Testcase-State verändert. Bei dieser Parametervariante ist der zum Beispiel auf Specified, beziehungsweise hier auf Productive, das heißt, ich kann hier das einzeln überschreiben und leiste durch diese Erweiterung einen wertvollen Beitrag, weil sich diese Testfallvarianten auch sukzessive durchsetzen werden in den ALM-Tools und im Grunde das ganze Datenmodell in XML jetzt auch darauf vorbereitet ist, dass ich hier volle Traceability habe, beziehungsweise auch Eindeutigkeit habe bei den Parametervarianten. Das heißt, jede Variante ist mit einer eigenen oder kann mit einer eigenen ID ausgestattet werden, wenn ich das Ganze in dem Testfall beziehungsweise in einer Testsuite zur Ausführung bringe, dann sehe ich hier auch für diesen Testfall die verschiedenen Varianten und von der Traceability ziehen sich diese Zusatzattribute natürlich durch bis zu den Ergebnisdaten. Das heißt, ich erkenne hier auch die unterschiedlichen Testcase-States für meine Varianten und auch diese unterschiedlichen Testcase-IDs werden hier mit in die Ergebnisdaten durchgetragen. Und zurück zum Model Browser hier, Limitation der Quick Search. Das ist ja ein ganz nettes Feature, dass die Quick Search hier unten zur Verfügung steht, mit der ich relativ schnell Elemente suchen kann in meinem Model Browser, in meinem Modell. Wenn ich das Ganze jetzt mal mit dem Beispiel Analysis mache, dann erhalte ich hier eine Vielzahl an Treffern, denke ungefähr 10 müssten das sein, und ich kann jetzt hier in XM5.2 über die Preferences, bin schon an der richtigen Stelle hier, über XM Quick Search kann ich hier diese Anzahl der Ergebnisse und der Treffer eingrenzen. Wenn ich das mal rauslösche, sehe ich hier, die Range der Werte muss zwischen 1 und 50 liegen. Der Default ist bei 10. Ich kann das Ganze zum Beispiel mal auf 5 einschränken. Und mache ich diese Suche nochmal, dann bekomme ich da on the fly gleich diese Änderung mit. Und grenze das Ganze ein, erweitere das. Wenn ich sehr viele gleichlautende Objekte habe, dann der Übersichtlichkeit dienen, beziehungsweise wird nämlich immer der gesamte Model Browser Baum belegt. Dann Show Excel Reports habe ich noch vorbereitet. Und zwar ist es vielleicht für diejenigen interessant, die das Feature schon mit der Report-Datenbank, mit dem Report-Manager genutzt haben. Ich kann hier zu meinen Testfällen navigieren und im Kontextmenü gab es ja bislang schon die Search for Results-Methode bzw. Funktion, die ich anstarten konnte. Und jetzt gibt es
Eine Zweiteilung, es gibt nämlich Search for Results in der Report.db. Da wird hier gezielt für diesen ausgewählten Testfall nach Ergebnissen gesucht. Und genauso kann ich das für den Report-Service, der mit Excel eingeführt wird, machen. Und was hier getriggert wird, ist eine Ergebnissuche, das heißt eine Websuche dann in der Web-Applikation von Excel. Ich stoße das Ganze mal an. Dann sehe ich hier meine Webseite, die sich öffnet und die im Grunde eigentlich schon mit allen Parametern hier vorbelegt ist. Das heißt, es wird die UID übertragen und ich erkenne, dass für diesen Testfall schon 3 Testläufe. Ich erkenne hier die Demo-Suites, die hier gelaufen sind und sehe auch hier schon gleich die Vorschau von meinen Bewertungen und komme dann relativ schnell zu den Ergebnisdaten, die in Excel im Report-Service ablegen. Genau, wieder zurück. Das wäre jetzt soweit meine Demo und die Funktionalitäten, die wichtigsten Kernfunktionen in Excel 5.2. Dann würde ich wieder zurückwechseln zu meiner Präsentation und den Schwenk jetzt machen zu den Plugins. Begonnen mit der XM REST API. Das ist ein sinnvolles Werkzeug, im Grunde um XM einzubetten in einen Continuous Testing Prozess bzw. Continuous Integration CI/CD, sind alles so Schlagworte. Das heißt eigentlich den Automatisierungsgrad von XM so weit zu erhöhen, dass der sinnvoll in diesen Workflow mit reinpasst. Und auch hier hat sich bei der REST API einiges getan. Ich fasse hier Features zusammen, die sich im Grunde auch schon durch das Update von 5.1 ergeben haben. Damals wurde mit XM 5.1 der sogenannte Test Suite Code Sync eingeführt. Die Code-Synchronisation, also das Herunterladen der Python-Module, die für die Ausführung meiner Tests notwendig sind. Ich habe eine Python-Runtime und es werden Python-Module lokal ausgeführt. Und diese Synchronisation auf meine Platte, in mein Filesystem, die lässt sich seit XM 5.1 so beschränken, dass er den Code nur lädt, der für meine Test Suite relevant ist. Also nicht mehr das gesamte Code-Repository, alle Daten, sondern ich grenze den Scope ein. Das heißt, er geht den Referenzen nach, die sich aus der Suite heraus ergeben, alle Testläufe, alle Testfälle, alle Operationen, alle Sequenzen und alles, was aufgerufen wird an Zusatzdaten. Dieser Umfang wird stark eingegrenzt und dieses Feature macht den XM besonders dort Sinn, wo virtuelle Umgebungen zum Beispiel zum Einsatz kommen, wo die Umgebung komplett neu aufgesetzt wird, dass ich eben die Datenmenge, die ich an Python-Modulen übertragen möchte, stark reduzieren kann. Und diesen Test-Suite-Coding, der lässt sich nun eben auch über die REST API ansteuern. Zweiter Punkt wäre das Erstellen von Release-Configurations, sogenannten Freigabekonfigurationen. Damit friere ich eine Test-Suite und alle referenzierten Objekte in dem Stand ein und wahre damit meine Revisionssicherheit. Und das ist auch ein wichtiger Schritt, den ich als CI-Baustein einbauen kann und eben auch über die XM REST API antriggern kann. Das Anlegen und Aktualisieren von Test-Suites gehört auch dazu. Es werden stetig neue Testfälle erstellt. Somit muss auch meine Test-Suite aktualisiert werden, beziehungsweise kann ich die auch initial anlegen. Über die REST API war auch ein wichtiges Feature. Dann, wenn der Testlauf zum Beispiel über die XM REST API oder das Jenkins Plugin angestartet wird, kann ich Statistikabfragen zu diesem Testlauf einholen. Das heißt, ich bekomme Stellenüberblick, wie viele Testfälle sind insgesamt gelaufen, wie viele Admin-Cases, wie viele Testfälle, wie viele waren davon Fail. Also im Grunde eigentlich die Zusammenfassung, wie ich es aus dem Testrunner am Schluss gewohnt bin, die lässt sich abrufen. Dann das Feature, ich habe es mal englisch gehalten, hier Activate Test Cases Based on a Report, weil es so den meisten bekannt ist. Das heißt, ich kann Testfälle ausführen, quasi als Nachlauf, im Grunde auf Basis von Reports, die ich gezielt auswähle. Das heißt zum Beispiel, alle fehlgeschlagenen Testfälle kann ich nochmal auswählen, indem ich einen Report auswähle. Er pickt mir die fehlgeschlagenen Tests raus und aktiviert die dann in meiner Testrunner-Ansicht, in meiner Execution Data View. Dann denken wir zurück an den Schritt Aktualisieren und Anlegen und Aktualisieren von Test Suites. Kann ich Testfälle auch synchronisieren über die TSS-Basis? Wir kommen später noch zum anderen Produkt, den XML Synchronizer, da gehe ich nochmal näher drauf ein. Aber Testfälle, die in ALM-Tools, zum Beispiel CodeBeamer oder Polarion, angelegt werden, kann ich über das XM REST API Plugin nun synchronisieren und XM anlegen lassen. Quasi der nächste Schritt wäre dann das Anlegen und Aktualisieren von Test Suites, wenn neue hinzugekommen sind, aber ich wollte im Grunde diese Brücke herstellen. Dann hatte ich vorher auch bei der Excel Ergebnissuche gezeigt, dass das Tool XM Evolution, Excel als Abkürzung, auf dem Vormarsch ist und sich immer mehr ausbreitet. Das Excel, der Excel Report Service, der lässt sich nun auch per REST API als Report Target setzen. Das heißt, die Ablage meiner Ergebnisdaten, da weise ich den Testrunner eben an, dass er Excel Report Service und alle angeschlossenen Service dann als Ziel verwendet. Und natürlich mussten wir das XM REST API Plugin, damit es kompatibel ist mit XM oder kompatibel bleibt mit XM 5.2, auch seitens des Programmcodes auf Java 17 updaten, damit es auch weiterhin mit dieser Version genutzt werden kann.
wird natürlich auch vorhanden sein, da es im Konzern genutzt wird, dann auch mit dem Release-Termin Ende November 2023, beziehungsweise dann in der freien Distribution auf unserer Distributionswebseite stehen dann in Q1 2024 hier unten nochmal der Link, wo man sich das Produktdatenblatt und alles herunterladen kann. Kommen wir zum nächsten Feature, XML Synchronizer. Ich hatte das bei der Synchronisation von den Testfällen schon angedeutet, dass der ALM Synchronizer im Grunde da ein Zusammenspiel hat mit der TestSpec Synchronizer Basis. Im Grunde schafft er eigentlich die vollständige Traceability im Testprozess. Es werden die Testfälle synchronisiert, also das Plugin als solches dient der Anbindung und der Synchronisation von Testfällen aus verschiedenen OLM Tools. Ich habe hier rechts mal die ganze Bandbreite der unterstützten Tools aufgelistet. Das heißt, hier können wir mit Hilfe des ALM Synchronizers eine Verbindung herstellen zu diesen Tools. Und ein Use Case zum Beispiel ist das Synchronisieren von Testfällen, Testspezifikationen, Testplänen. Das Wording ist unterschiedlich, kommt auf das Tool drauf an. Aber im Grunde können wir quasi die leeren Hüllen zusammen mit der Testfallbeschreibung nach XML übertragen. Und sofern es notwendig ist, können wir auch XML-Testergebnisse, Metadaten, Implementierungsstatus zurück in das ALM-Tool zurückschreiben. Ein großer Vorteil von TSS, das ist die Basis, die der ALM-Synchronizer nutzt, ist, dass die Kopplung, also die Toolverbindung, dass die zentral konfiguriert ist und im Modell abgespeichert wird. Das ist im Vergleich für diejenigen, die den XMDOR-Synchronizer kennen, waren das alles damals kleinseitige Einstellungen, die ganzen Serververbindungen, die Daten, die synchronisiert werden. So lässt sich Toolverbindung und wirklich auch was synchronisiert wird, lässt sich auf Modellseite speichern und steht jedem Anwender sofort zur Verfügung. Es kann sich keiner irgendwie verkonfigurieren, sondern greift quasi auf diese zentrale Ablage zu. Und das Novum, man sieht es ja, ist nicht nur die Kompatibilität zu XML 5.2 und das Upgrade auf Java 17, sondern wir haben im XML Synchronizer die Produkt- oder die unterstützten Tools, die haben wir um ein neues Mitglied erweitert, nämlich das X-Ray Test Management für die Jira Cloud. Das X-Ray Test Management wird im Konzern zum Beispiel auch genutzt und war eine Erweiterung für Atlassian Jira bislang auf der Jira Server Plattform. Das ist die On-Premise, die lokale Plattform. Und nachdem die von Jira abgekündigt wurde und der Produktsupport dann auch Anfang 2024 ausläuft, war das ein logischer Schritt, dass wir von der On-Premise-Lösung diese Erweiterung X-Ray Test Management dann auch für die Jira Cloud Plattform anbieten und im Grunde dieses Tool dann in den ALM Synchronizer einbetten. Auch hier der Link wieder mit Zusatzinformationen zum XML Synchronizer. Komme ich zu meinem letzten XML Add-on, was ich zeigen möchte, sollte vielen auch bekannt sein bereits als effiziente Plugin-Lösung. Das ist der XML Test Case Generator oder kurz TCG für die automatische Erzeugung von Testfällen. Also wirklich hier ist das Konzept dahinter, dass ich mit formalisierter Testbeschreibungssprache komplett fertig implementierte Testfälle erzeuge. Und hier gibt es bei den neuen Features als erstes mal zu erwähnen, dass nun Try-Catch-Blöcke unterstützt werden. Und hier sieht man das Ganze auch, diese formalisierte Sprache. Das heißt, alles, was hier formalisiert ist, links, das ist TCG-Befehlssatz, TCG-Befehlssprache, beziehungsweise kann der TCG auch aus diesen Expressions, aus diesen Ausdrücken, zum Beispiel Call Operation B with Argument Try, kann er aus dieser Expression hier einen kompletten Befehlsaufruf machen. Er fügt hier Operation B ein, übergibt auch das Argument. Das wird mit dem sogenannten Operation Mapping ermöglicht. Das heißt, XM weiß, wo er in seinen Bibliotheken schauen muss, um aus dieser Anweisung hier im Grunde die Verknüpfung zu den XM-Libs herzustellen und die richtige Operation aufzurufen. Das heißt, neu ist hier, dass ich Interaction Frames Try und Catch natürlich auch Finally noch einbauen kann. Und ich habe es hier mit zusätzlich aufgenommen, Comment Steps, also Kommentarschritte, wie hier Catch with Condition, die kann ich nun auch verschachteln in diesen Interaction Frames. Bislang in den Vorgängerversionen war das Ganze immer unterhalb der Interaction Frames angeordnet. Nun ist das Ganze auch in verschachtelten Konstrukten möglich, dass ich diese Kommentarsteps auch dort platzieren kann, wo sie wirklich hingehören und das Ganze auch in der Implementierung dann lesbarer macht. Nun habe ich das Operation Mapping schon erwähnt, möchte ich auch hier nochmal erwähnen, was sich da getan hat. Im Operation Mapping, indem ich meine ganzen XML-Methoden, die mir zur Verfügung stehen, verknüpfe mit den Expressions, die ich dann in meiner Testbeschreibung dann verwende, gibt es hier im Operation Mapping die Änderung, dass ich nun fachlich thematisch zusammengehörige Operationen, wie hier zum Beispiel Calculation, in Unterordnern oder in Ordnern strukturieren kann und zusammenfassen kann.
Sieht man hier auch Handle oder Others, dass ich hier einfach Sammlungen erstellen kann, was thematisch zusammengehört. Im Kontextmenü gibt es dazu auch zwei Features, das Expand und Expand All, um hier schnell Teilbäume bzw. den gesamten Baum aufzuklappen und hin zu navigieren bis zur untersten Ebene, bis zu meinen Expressions und auch hier alle Argumente von den Methoden zu sehen. Es gibt eine Suchfunktion, dass ich auch gezielter suchen kann hier nach bestimmten Ausdrücken, also zum Beispiel hier ein Beispiel unten sehe ich den Suchdialog, ich kann nach Expressions suchen, das heißt, er sucht hier wirklich in der Value-Spalte nach den Expressions. Und auch optisch hier die Unterscheidung der Methoden. Also man sieht es hier zum Beispiel, getLogLevel ist eine Interface-Methode, eine Operation Declaration und hier eine Methode der Implementierungsklassen. Das erkenne ich auch optisch den Unterschied, dass ich nicht fälschlicherweise, wo ich eine Operation Declaration verwenden möchte, eine normale Operation reingezogen habe in mein Mapping, lässt sich auch visualisieren. Auch die Pfeilrichtung hier zeigt mir eindeutig auf, ob es Ein- oder Ausgabeparameter sind. Das heißt auch hier die optische Unterscheidung im Bereich der Argumente. Dann gab es beim Operation Mapping Editor noch eine zusätzliche Erweiterung, nämlich die sogenannte Konsistenzprüfung, die jetzt mit der nächsten Version kommen wird. Heißt hier, ein Beispiel habe ich rausgepickt, wie so eine Warning aussieht, um diese Konsistenzprüfung hier mal aufzuzeigen. Das heißt, wenn hier zwei Expressions den gleichen Wert aufweisen, das heißt, dann ist die Expression nicht eindeutig, dann wird mir das Ganze oder diese Inkonsistenz angezeigt. Er speichert das Ganze zwar, aber es läuft im Grunde eigentlich schon auf einen Fehler hinaus dann und ich muss dafür sorgen, dass diese Inkonsistenz dann verschwindet. Gibt es noch andere Fallbeispiele dann, wo dieser Konsistenzprüfungseditor angreift, wenn zum Beispiel auch die Expression invalide ist oder ungültige Werte hat, dann wird das auch angestoßen. Aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass der Editor nun diese Fehler aufzeigt und aufdeckt. Dann beim Generieren der Testfälle wirklich, also Generate Implementation Dialog, der hat zwei Zusatz- oder eine Zusatzoption oder einen Block an Zusatzoptionen, in dem ich festlegen kann, wie der Testfallstatus generiert wird. Also wenn der Testfall, der fertig implementierte, generiert wurde und die Implementierung abgespeichert wurde, dann kann ich festlegen, was passiert mit dem Test Case State, wenn die Generierung erfolgreich war, also Generation succeeded, setzt den Test Case State zum Beispiel auf Implemented und ich kann differenzieren, was passiert, wenn die Generierung fehlgeschlagen ist, dass dann hier der Test Case State auf Invalid springt. Das ist noch eine Unterscheidungsmöglichkeit und kann ich so quasi für jedes Szenario Failed Generation und Successful Generation unterscheiden, was mit dem Test Case State passiert. Kommen wir noch zu dem letzten großen Feature vom XMTCG-Plugin, der Test Specification Editor. Das ist eine zusätzliche Perspektive, in der kann ich ein Objekt anlegen, die sogenannte Test Specification, das TSD-Objekt. Und hier unterstütze ich eigentlich den Testspezifikateur. Der müsste ja im Grunde eigentlich, jetzt räume ich den Prozess etwas andersrum auf, seine Spezifikation schon fertig haben, damit ich mit dem TCG generieren kann. Was wir hier geschaffen haben, ist nicht, dass wir hier den Prozess umkehren möchten, sondern dieser Editor und die Testspezifikation dient ihm als Stütze. Das heißt, er baut sich hier eigentlich eine TCG-konforme Testspezifikation. Das heißt, dieser Editor unterstützt den Befehlssatz des TCGs. Ich kann auch mit Expressions arbeiten, die ich in meinen Operation Mappings definiert habe. Das heißt, ich sehe hier Operation Mappings, die importiert wurden. So liegen mir quasi auch diese Operation Mappings und die damit verbundenen Ausdrücke vor. Das heißt, ich kann gezielt die richtigen Expressions wählen für meine verknüpften Operationen. Und ich sehe natürlich auch aus der vorher gesehenen Konsistenzprüfung auch in diesem Test Specification Editor irgendwelche Warnings oder Fehler, die nicht konform sind mit dem Befehlssatz zum Beispiel, wenn Ausdrücke falsch sind und dergleichen. Und durch den Import der Operation Mappings sieht man auch hier, dass ich eine Code Completion habe. Das heißt, per Code Completion sauber TCG-konforme Testbeschreibung, formalisierte Testbeschreibung erstellen. Das ist im Grunde der Anreiz oder die Hilfestellung, die dieser Editor schaffen soll und soll eigentlich dann dem Testspezifikateur als Werkzeug dienen, dass er schnell per Copy und Paste diese Testspezifikation, diese Beschreibung in sein OLM-Tool übertragen kann. Dann stelle ich auf jeden Fall schon mal sicher, dass die Generierung gleich im ersten Schritt funktioniert auf Anhieb. Genau, alle Produktinformationen sind hier nochmal zusammengefasst. Das XMTCG-Plugin wird natürlich auch im Konzern gleich mit dem Go-Live von XM5.2 zur Verfügung stehen. Auch hier das Upgrade auf Java 17. Die ganzen Features stehen quasi ab XM5.2 dann zur Verfügung. Genau. Und abschließend möchte ich meinen Ausblick zu XM5.2 und zu den ganzen XML-Addons nochmal zusammenfassen. 5.2, besonders erwähnenswert, die Konformität mit hohen IT-Sicherheitsanforderungen, die wir abgebildet haben durch das Update auf Java 17.
zusammen auch mit dem Application Server, der auf Java 17 angeglichen wurde, und die Wahl nun auf Webs for Liberty bzw. Open Liberty für die Distribution fällt. Das heißt, wir setzen weiterhin auf eine stabile Application Server Lösung und für die Distribution auch eine, die dann frei von Lizenzkosten sein wird. Das Diff und Merge hat mit dem Merge für Sequenzdiagramme die Aufnahme von den Elementtypen Variable Mapping und System Configuration eigentlich nun einen Status erreicht, wo sich sehr gut eignet, als tägliches Arbeitswerkzeug verwendet zu werden, dass ich stetigen Überblick behalte, was hat sich in den Versionen geändert und so weiter. Bei der XM REST API, da ist hervorzuheben, der TSS-Sync, also wirklich die Synchronisation von Testfällen, als sehr wichtigen Baustein einer langen CI-Kette, dass ich das mit aufgenommen habe. Und beim TCG-Plugin, wie gerade eben gezeigt, das Operation Mapping, was sich an diversen Stellen verbessert hat und jetzt eine neue Perspektive, die den Test Specification Editor einführt und hier den Test Spezifikator unterstützt. Und ja, im Grunde der Nachhaltigkeit für unsere Jira-Kopplung oder für das X-Ray Test Management, die Erweiterung, der Support der Jira Cloud Plattform beim Alm Synchronizer. Ich kann mich nur bedanken fürs Zuhören oder fürs Reinhören. Bleiben Sie am Ball mit XAMM und kann Sie motivieren, hier auf die neueste XAMM-Version umzusteigen und auch von den Vorzügen zu profitieren, die durch die XAMM-Erweiterung geboten werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten User Day.